Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Contrast. So, in der letzten Folge sind wir der guten Didi ins Hotel Excelsior gefolgt, denn hier befinden sich ihre Eltern und der Papa, der hat ja so ein bisschen Probleme. Der schuldet nämlich jemanden ganz schön viel Geld und wird jetzt bedroht. Und auch die Mutter ist da jetzt irgendwie mit hereingeraten. Und ach, guck mal, da oben ist eine Leuchtkugel, das ist ja toll. Ja, wir sind jetzt hier im Hotel und Didi hat den Feueralarm ausgelöst. Und jetzt müssen wir hier irgendwie hoch in die Suiten im 5. Stock kommen. Ich weiß nicht so genau, wie das funktionieren soll, aber wir probieren einfach mal unser Bestes. Hier steht so ein kleiner Kofferwagen, aber dem sein Schatten bringt uns ja gar nichts. Kann ich hier irgendwie in die Schatten wechseln? Ja, hier. So, aber das bringt mir nichts, weil ich da nicht vorbeikomme. Und hier selbst irgendwie hier so in die Schatten, das funktioniert nicht, denn das Fahrstuhllicht reicht anscheinend nicht so weit. Okay, gut. Ja, Aufzug hier bringt gar nichts. Der Aufzug... Huch! Oh Gott, der scheint kaputt zu sein. Wartet mal. Können wir da hochspringen? Irgendwie so? Weiß ich nicht. Warte, ich guck mal so. Warte. Einmal hier und... da. Nee, warte mal. Nee. Okay. Aber ich glaube, wir können da hochspringen. Kann das sein? Aber wartet mal, ich habe jetzt eine super Idee. Denn ich glaube, wenn wir hier mit dem Schatten nichts anfangen können, ist der Wagen doch vielleicht für etwas anderes gedacht. Und zwar, dass wir den dort rein... fallen lassen. Ja, tatsächlich. Sehr schön. Supi. Alles klärchen. Das hat richtig gut hingehauen. Können wir da hoch? Ja, tatsächlich. Ja, zum Hochziehen an einem Vorsprung. Okay. Gut. Jetzt sind wir immerhin schon mal im 2. Stockwerk und hier, ah, guck mal, eine Leuchtkugel. Eine Leuchtkugel! Ah, das wären dann unsere letzten beiden Leuchtkugeln. Also hier, ne, einmal die dort und einmal die da oben. Das ist auf jeden Fall richtig cool. Da freue ich mich schon sehr darauf, wenn wir die bekommen. Und warte mal, da funkelt. Was ist denn das? Ah, ach cool, wir können die Kronleuchter, die hier diesen riesigen Schatten werfen, können wir anscheinend bewegen. Das ist ja super, aber das Problem ist natürlich, warte mal, obwohl, wenn wir die jetzt hier so ein bisschen, wartet mal, ich probiere es einfach mal. Vielleicht reicht es ja, wenn wir die so, nee, obwohl, das reicht niemals, ne, dass wir da hochkommen, was Schatten und so angeht. Ich glaube ja nicht. Warte mal, ich kann es aber trotzdem mal probieren. Na komm, wechsel in die Schatten. Dann los, in die Schatten mit dir. Nein, wir hatten es gerade. Na komm, Don. Jawohl, okay. Gut, nee, da kommen wir nicht hoch, glaube ich. Das ist hier, glaube ich, ein bisschen zu hoch. Dann ist das auf jeden Fall nicht das Rätselslösung. Müssen wir mal gucken, ob wir hier vielleicht noch was finden. Aber hier scheint doch alles verbarrikadiert zu sein. Gute Feueralarm. Oh, guck mal. Do not stand on the elevator. Ja, wir sollen nicht auf dem Aufzug rumstehen. Wieso auch? Ach, gucke mal. Wir holen uns das Aufzugslicht anscheinend jetzt mit in jedes Stockwerk, in das wir gehen. Und jetzt verändert sich natürlich hier auch total die Lichtverhältnisse. Und ja, der Schatten von den beiden Kronleuchtern ist jetzt zum Beispiel ganz anders als eben. Dann probieren wir einfach mal. Wenn wir den jetzt hochziehen, ja tatsächlich, schaut euch das an. Das ist ja super. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen besser. Warte mal, dann ich wette, wir sollen darüber zur Seite. Kann das sein? Ich muss gerade mal ein bisschen experimentieren, ein bisschen gucken. Ach, gucke, ja, seht da. Der ist nämlich so weit, dass wir da jetzt in den 3. Stock kommen. Das sollten wir definitiv schaffen. So, dann lasse ich mal den so, ob das hier so geht. Ja, war. So, jawohl, das geht doch. Das geht doch. Das Problem ist nur, wie komme ich denn jetzt dort oben hin zu der Leuchtkugel? Muss ich dann von da aus runterspringen? Ich glaube, ich muss von da aus runterspringen. Aber ist mir egal, den Umweg nehme ich gern noch einmal in Kauf. Was ist das jetzt hier wieder? Ach, der Feueralarm. Ach, und da fährt jetzt wieder alles nochmal eine... Ach so, ist jetzt alles im normalen Zustand oder was ist passiert? Warte mal, ich rufe mal hier nochmal den guten Fahrstuhl. Jetzt müsste er eigentlich bis zu uns ins Stockwerk kommen. Tatsächlich. So, ich schätze mal, das ist jetzt vonnöten gewesen, damit wir hier jetzt gleich nochmal weiterkommen. Hier können wir nochmal in die Schatten wechseln. Und hier, tatsächlich, kommen wir zur 8., nein, sogar zur 9. Leuchtkugel. Stimmt, wir haben ja schon 8. Jawohl, jetzt nur noch die eine und dann haben wir alle 10 Leuchtkugeln in diesem Level eingesammelt. So, die Frage ist jetzt natürlich,
Inwiefern kommen wir jetzt noch ein Stockwerk höher? Denn jetzt müssen wir ja wahrscheinlich nochmals diese Schatten umstellen sozusagen. Also die hier hinten. Die müssen jetzt noch eine Etage höher. Aber wenn wir uns darauf stellen, während das hier hochfährt, dann sollten wir das vielleicht sogar schaffen. Ich probiere es einfach mal. So, und dann drücken wir gleich hier wieder den Feueralarm und dann vielleicht schaffen wir es ja dann wirklich. So, okay. Ich probiere es einfach mal. Mehr als schief gehen kann es ja nicht. So. Jetzt schnell in die Schatten rein. Und hier, jawohl, sehr gut, sehr gut. Uah. Okay, egal, trotzdem, wir haben es trotzdem geschafft. Sehr schön, und da ist sie, die 10. von 10 Leuchtkugeln. Sehr gut, können wir uns hier hochziehen? Ja, perfekt. Ja, super, das hat wunderbar geklappt. Und wir sind jetzt sogar ganz oben, ohne dass wir das nochmal irgendwie anders machen müssen. Perfekt, das war sehr gut. Maybe you could sneak in through a window or something. And then you can let me in. So, wir sollen die kleine Didi durch ein Fenster reinlassen, weil sie kommt da nicht rein. Sie kann halt nur an der Tür stehen und ein bisschen doof gucken. Aber, ey, das war echt gut. Und ich glaube, wir haben wirklich alles eingesammelt, was es einzusammeln gab. Ich bin echt stolz auf uns. Das haben wir richtig gut hingekriegt. So, die Kleine, die hockt hier, wie gesagt, vor der Tür, vor der Suite, wo ihre Eltern drin sind irgendwie. Und dann werden wir einfach mal gucken, ob wir jetzt hier durchkommen. So, Exit, das sieht schon mal ganz brauchbar aus. Und hier können wir uns auch durchboxen und schon wird abgespeichert. So, wir sind nun über den Dächern von New York. Weiß ich nicht, ob das hier New York ist. Ich glaube schon, oder? So ein bisschen erinnert es auf jeden Fall daran. Erster Akt, die Probleme von drei kleinen Menschen. Ja, das hatten wir ja schon. Oh Mann, okay. Fail ich hoch 10, aber was soll's, egal. Ne? Wir schaffen es einfach. Ich sollte nicht so schnell voranrennen, wenn ich nicht weiß, was passiert. Aber okay, dann werde ich das jetzt ein bisschen langsamer versuchen und hoffentlich auch schaffen. Oh Gott, schnell in die Schatten. Why'd you have to come back, Johnny? I wanna come home, Kat. And you got another pot of gold at the end of the rainbow? It's the past, Kat. I've changed. Oh yeah? You get religion? I got lonely. I miss you, baby. I'm never gonna give you another reason to kick me out, I swear. Never's a big word. Feels like I heard it before. This time you're gonna be nothing but proud of me. Look at this hotel suite. I got investors. The ones you just left? Yeah, I'm real proud. They're the ones who broke your finger? This? It's nothing. I got it caught in a desk drawer. In a door. In a car door. Okay, ja, die beiden streiten sich hier extrem und ich muss jetzt irgendwie auf den Balkon rüberkommen. Oh, weia. Ohne dass sie mich irgendwie zertrampelt, irgendwie auf den Hocker da. Aber am besten, glaube ich, wenn wir uns bei ihr irgendwie auf den Schuh irgendwie raufstellen. Vielleicht funktioniert es. Oh Gott, oh Gott. Ah, oh Gott. Okay, 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 alles klar. So, okay, weiter geht's. Scheiße. Oh, kann ich... Ey, cool, kann ich jetzt über die rüberlatschen oder was? Okay, warte, warte, warte. Remember the horse doctor you were gonna fix races with? That was wrong, Kat. I know that. Stand the bar we bought, where your friends didn't have to pay and everyone was your friend. Well, you gotta cultivate your clients. And the strip joint where you got too close to the help? Now, there you're wrong, Kat. I showed the move, sure, but I never put a hand where it wasn't supposed to go. How can I believe you, Johnny? Your lips are moving. Every night I dream of the good times, Kat. Tell me you don't too. A night I don't dream is a good night. Wow, okay. Also die beiden streiten halt extrem über Johnnys halt, über den Auszug und dass er sie alleine lässt und I know, cause I can sie ihn halt your nicht mind wieder like haben a will. Sign. No, Johnny, not again. You're a carousel of broken dreams. You keep coming around and around. No one is ever gonna love you like I do, kiddo. Get back! Don't try and kiss me, Johnny, I'll lose my mind! You gonna shoot me? Go ahead and shoot. I got two holes in me where you and Dee Dee used to be. Put another one in there, finish me off. What do you want with Dee Dee? You're not even her real father. What, you think Vincenzo's real? All he ever gave Dee Dee was her cute little nose. Yeah, maybe I'm not her real father, but I'm the one that showed her how to tie her shoes. I'm the one that put her to bed when you had to stay out late. You took her to see his show. Did he change his mind? He doesn't want to be her father. He doesn't want to be anybody. I hate you. Jesus, Cat, what are you doing? Mommy, stop. What are you doing? Nothing. Mommy and Daddy were having a little fight. It's not a real gun. It's just a toy. Yeah. Yeah, it's just a toy, Dee Dee. Mommy, are you gonna let Daddy come home? Dee Dee. Please, please let Daddy come home. He's in pretty deep with some bad people, Dee Dee. Maybe he should make good with them first. Right, Johnny? Maybe I'm no good without my family.
Maybe I need my family to make good. Johnny. Yeah! Daddy needs us! If this is another train wreck, it's not just gonna be you and the train this time. I'm not gonna let it wreck this time. I promise. I've missed you so much. Yay! Daddy's coming home! But he's not my real daddy, is he? Karussell von schlechten Träumen. Ja, meine Kleine, nein, er ist nicht wirklich dein Papa. Wir haben es gerade eben gehört, Vincenzo ist der wirkliche Papa von der kleinen Didi. Und Johnny halt nur, ja, der Geliebte von Kate Knight, der guten Mutter. Aber wir sind gerade noch mal rechtzeitig gekommen, denn sie wollte sich oder ihn, ich habe es nicht sogar genau gesehen, gerade erschießen. Gott sei Dank sind wir dazwischen gegangen und jetzt sind wir hier wieder in Didis Zimmer mit der guten Dawn. Und hier liegt ja wieder so einiges rum, was wir gleich mal aktivieren können. Aber es ist schon ziemlich krass, ne? Der Vincenzo, der interessiert sich halt nicht für seine leibliche Tochter. Aber immerhin sind nun Johnny und Kate wieder zusammen. It's you! Where have you been? Did you know the circus is in town? It's Daddy's circus. He says it's gonna be the biggest thing ever! Except he always says stuff like that, and then something goes wrong. And Vincenzo's my real daddy. We have to go talk to him. Ja, wir sollen jetzt mit Vincenzo reden gehen und das ist ein Zirkus in der Stadt, hat die kleine Didi eben gesagt. Das ist der Zirkus von ihrem Papa. So, was haben wir hier? Ah, noch ein neues Sammelobjekt. Ah, ein Bild von Johnny, dem Vater oder dem Ziehvater von der guten Didi. Ja, also der Vincenzo scheint sich ja nicht wirklich viel aus seiner Tochter zu machen, finde ich ein bisschen schade. Und jetzt, Kat hat halt Angst, dass Johnny halt, wie gesagt, sie auch in Schwierigkeiten bringt durch seine Geldschulden und alles, was dazugehört. Das ist jetzt nicht mehr nur sein Leben, um das es geht, sondern das halt auch von Didi und der Mama. They're so happy. There aren't any pictures of the bad times. These are in the basement. She only takes them out when Daddy's living with us. You know in stories where the little girl is really a princess and her parents aren't really her parents? Does she still get to see them? Ja, die Kleine macht sich natürlich ja auch totale Sorgen, Familienleben. Ja, die macht sich ja natürlich auch Sorgen, denn schließlich, es geht hier um ihre Eltern und die trennten sich halt. Also es ist schon schwer für so ein Kind in ihrem Alter. Aber noch schlimmer halt, wie gesagt, die Mutter, die hängt auch diese Bilder nur von dem Papa auf, wenn sie wieder zusammen sind, wenn er bei ihnen lebt. Ansonsten kann sie es halt einfach nicht sehen. Was haben wir hier? Frühstückstischchen. Was haben wir denn da? Was ist das? Ah, nee, warte, Moment, das habe ich was Falsches gedrückt. So, was ist das? Oh no, it's an eviction notice. Daddy says he's gonna pay all the bills when the circus is a big hit. Come on, I want to go find Vincenzo. Ja, sie muss jetzt Vincenzo finden gehen und das ist ein Räumungsbescheid. Sie werden wahrscheinlich hier rausgeschmissen. Zweiter Akt, die Rückkehr des verlorenen Kindes. Das heißt, eventuell müssen wir jetzt schon in den nächsten paar Tagen hier alle unsere Sachen packen. Räumungsbescheid von Anwaltskanzlei DeWay & Ho von Catherine Malenkaya. Freitag, der 29. Juni 23. Sehr geehrte Miss Malenkaya, ich repräsentiere Bailey Reeve, den Besitzer des Wohnhauses in 2 Des Moines Street, in dem Sie momentan wohnen. Das Amtsgericht hat aufgrund der Tatsache, dass Sie Ihre Miete nicht bezahlen, entschieden, dass Sie bis zum 14. Juli 1923, 17 Uhr, das erwähnte Gebäude zu räumen und alle Möbel, die Mr. Reeve gehören, dort zu belassen haben. Wenn Sie sich nach diesem Datum weiterhin in dem Haus aufhalten sollten, werden Gerichtsvollzieher Sie und Ihren Besitz aus dem Gebäude entfernen. Kontaktieren Sie Mr. Reeve bitte nicht mehr persönlich. Jegliche Kommunikation in dieser Sache sollte über mich in dieser Kanzlei laufen. Hochachtungsvoll DeWay & Ho. Oder DeWay & Ho. Ja, also ganz schön krasse Sache hier. Muss man ja ehrlich sagen, jetzt werden die hier auch noch rausgeschmissen. Also schlechter könnte es gar nicht mehr laufen. Auch die kleine Didi macht sich megamäßig Sorgen. Und hier haben wir noch einen Brief von Kat an das Jugendamt. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Sehr geehrte Hilda, ich schreibe Ihnen wegen Ihres Briefes über meine Tochter Dorothy. Sie ist nicht geistig gestört, sondern hat lediglich eine lebhafte Fantasie. Viele junge Mädchen behaupten, unsichtbare Freundinnen zu haben. Sie sollten mal einige der philosophischen Gespräche hören, die sie führt. Sie denkt einfach nur laut. Das ist alles. Es tut mir leid, dass sie am 22. alleine aus dem Haus gegangen ist. Aber es ist nicht meine Schuld. Sie hätte sich auch hinausschleichen können, wenn ich zu Hause gewesen wäre. Sie kennen sicherlich auch andere Kinder, die sich aus dem Haus schleichen. Ich habe ein ernstes Gespräch mit ihr geführt und sie hat mir versprochen, ab sofort brav zu sein. Zudem habe ich ihren Fluchtweg dicht gemacht. Bitte nehmen Sie mir meine Tochter nicht weg. Sie ist das Einzige, was mich noch bei Sinnen hält.
Ja, Mensch, also jetzt wird's ja hier echt ein bisschen krass. Also wie gesagt, wir hatten ja diesen Brief von Jugendamt gefunden in dem Kabarett, wo die Cat aufgetreten ist. Und jetzt wird's ja... I don't think they'll hold you. Sie glaubt nicht, dass ich vorüberkomme. You'll have to go through shadows. Ja. Neue Fähigkeit im Schattenmodus zum Durchbrechen von dünnen Schatten. Alles klar. Aber das, meine lieben Freunde, werden wir, denke ich mal, erst in der nächsten Folge benutzen. Das sieht nämlich ziemlich interessant aus, aber ich möchte mir natürlich noch ein bisschen was aufheben. Die Story nimmt immer mehr an Fahrt auf. Jetzt möchte Didi ihren leiblichen Vater Vincenzo kennenlernen und versuchen vielleicht von ihm sogar zu erreichen, dass sie ein bisschen Geld bekommen oder so, damit sie weiterleben können, damit ihr Johnny-Papa dem nichts passiert. Aber wie es weitergeht, erfahren wir es in einer neuen Folge von Contrast morgen wieder. Bis dahin, ciao!